Hallo, moin, willkommen zurück hier From Zero to Hero auf der Mountain Hill. Ja, und das Experiment mit der neuen Curseplay-Geschichte, dass wir nicht mehr aufs Feld fahren müssen, hat irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Gut, wir sammeln jetzt einmal schnell das Vorgewende hier selbst ein und dann kann hier die Ballenpresse loslegen. Und dann werden wir gleich einen LKW beauftragen. Wir haben ja noch einen rumstehen, der uns dann die Sachen aus dem Lager in den Fermenter fährt. So, irgendjemand hat die Arbeit beendet. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Müssen wir gleich mal schauen. Einen da, jetzt gucken wir mal, was hier noch. Na gut, hier sind wir ja nicht weiter gefahren, also sollte hier auch nichts mehr sein. Oh, da ist der Big M. Jetzt wäre es nur spannend. Kann Autodrive da abladen? Du sollst hier fahren. Na komm. Gucken wir mal, ob das klappt. Weil der Punkt ja eigentlich für den Ladewagen ausgelegt war. Ich glaube, wir sind ein bisschen weit. Ja, wir müssen da ein Stückchen zurück. Oder wir machen das so, dass wir den Punkt hier... hat er den jetzt anvisiert? Ich gehe mal davon aus. Den nennen wir jetzt einfach Lager... Ups. Lagerwiese... 57 abladen. Oh, nee, wir hatten das Kügel genannt. So. Dann sollte das für die Zukunft funktionieren. So, du bist schon wieder hier dagegen gefahren. Aber ich glaube, die Dinger hier sind auch relativ voll. Das heißt, wir düsen mit dem runter zur Rübenschnitzelanlage, weil die meckert hier auch rum. Nehmen wir einfach den Kurs so hier. Kommen Zuckerrüben rein, Zuckerrüben raus. So, wir machen erstmal hier das wieder aus. Genau, den könnten wir losschicken jetzt. Hier wird auf den Abfahrer gewartet. Genau, jetzt nehmen wir den Kollegen. Und zwar Lager abholen und dann geht das in den Fermenter. Fermenter Waren abladen. Und zwar Gras. Und das so oft, wie es geht. Los geht's. Dann schmeißen wir aber auch passend dazu den Fermenter wieder an. Siliermittel ist noch da. Wir haben auch noch 200.000 Liter Silage da drin. So, und wer? Ach, der 9RX ist fertig. Und schafft es wieder nicht. Richtig einzuklappen. So, jetzt lass uns mal überlegen. Wir haben jetzt hier gegruppert, die 48. Ist gemulcht, muss auch nicht gepflügt werden.
Das heißt, da können wir doch auch direkt mit dem Grubber hin. Das ist der Viehhändler. Ja, Welt 48. Dann können wir hier auf die 47 mit der Seemaschine. Und zwar mit der da. Ich weiß nur noch nicht, was wir ansehen. Ja, ich denke, wir werden einfach mit Hafer. Wir brauchen mal kurz die Getreidemühle. Wenn ich sie finde, war das hier. Das ist ja so ein Ding, was als nächstes kommt. Hier geht auch Hafer rein. Dann machen wir nämlich Hafer, weil der einfach schnell wächst. So werden wir es machen. Hier kommt Nachschub. Das ist gut. Ach, warte mal. Den können wir doch jetzt losschicken. Fahre tanken. Ja gut, dann fahr du erstmal tanken. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ja, gut, keine Blockade. Die 89. Boah, das heißt, da können wir dann direkt einmal walzen danach. Der Pferdestall braucht Stroh. Okay. Kuhstall braucht Wasser. Ja, der Kompostierer Diesel. Oh, ho, ho. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das alles irgendwie wieder in den Griff bekommen. Das heißt, wir können ja mit dem kleinen Fass in Anführungsstrichen, wenn wir die Rübenschnitzelanlage aufgefüllt haben, da gleich weitermachen und Wasser fahren. Ich bin aber auch am Überlegen. Ich muss mal gucken, ob ich den Mod wieder finde. Es gab so ein Wasserwerk, das automatisch Wasser produziert hat und dann auch verteilt. Dass wir das vielleicht noch mit reinnehmen? Ja gut, wobei, wir kriegen es eigentlich auch so hin. Nee, da müssen wir... Nee, das werden wir nicht machen. So, der könnte sein Wasser aber auch kurz bei der Rübenschnitzelanlage abgeben. Dann könnten wir mit dem Diesel für den Komposter fahren. Auch nicht so verkehrt. Der ist noch zum Tanken. Ja, guck mal, er ist hier. Dann füllen wir den Schnitzler mal auf. So. Dann gibt's da 1, 2, 3, 4 Fässchen Wasser. Oh. Und einmal dagegen gefahren. Jetzt passt die Sache. Weil
dann lassen wir den danach. Viehhof. Viehhof. Wasserladen. Zum Viehhof Kuhstall. Dazu braucht der Kuhstall Wasser. Sollte der nicht automatisch, weil ich habe ja auch keinen Punkt. Hülle, Milch, Mist, Stroh, Gras, Futter, Roboter, Roboter. Oder das ist neu. Das kann ja klar auch sein, dass er das auch geändert hat. Jetzt lass uns mal was gucken. Ja, Wasser. Dann tun wir das hier dann machen. Das müssen wir uns angucken. Weil normalerweise waren die Ställe ja meistens direkt mit Direktversorger, was Wasser angeht. So, Lohndienstleistung auf der 37 beendet. Das heißt, es gibt wieder Geld. So, bis der hier aber voll ist. Gucken wir mal einmal durch. Also, das ist er hier. Guck mal. 31, da geht's weiter für dich. Ja, und du fährst mir nicht zum Hof, nein. Einfach raus hier und dann passt die Sache. So. Hier werden die Ballen gepresst. Dann müssen wir hier auch Stroh sammeln demnächst. Ja, wobei, das ist gar nicht mehr so viel hier. Guck mal. Er hat noch einiges hier vor sich, ja. Ja, guck mal hier. Hafer ist eingestellt. Dann gibt's das hier auch. Zwei Vorgewände, Bahn weich, passt. Los geht's. Nachschub kannst du dir holen. So, ah ja, guck mal. Hier, das läuft. So, gucken wir mal, was eine Ladung Gras an Zeit hier bei der Silageherstellung bringt. Das ist schon eine Menge hier. So, wo sind wir? Knapp über 8 Stunden. Das ist gut. So. Hier ist wieder Stau. Oh, ich sehe da schon. Oh, ich sehe zwei Probleme. Na gut, das eine hat sich gerade so ein bisschen, also das hat auch geklappt. Ja, hat zum Glück gerade so geklappt. So, wo ist der... der Ballensammler? Achso, hier, genau.
Der Ballensammler wird gesucht. So, und dann können wir gleich wieder vorfahren. Und lassen den wieder voll laufen. So. Wieso klappt das nicht? Oder müssen wir dem trotzdem sagen, dass er... Das war das Falsche. Oh, ich hasse es. Ach nee, Feldposition. Oh, Feldposition. Das wollte ich machen. Einen Weg gefunden. Hä? Bin etwas irritiert, aber egal. Dann lass uns selbst sammeln. So, der hängt hier fest, ja. Gut, wir sammeln erstmal das, was hier liegt, ein. Und dann würde ich sagen, lassen wir erstmal den Big M hier weiter arbeiten. Und wenn man guckt, wie schnell hier Ballen hintereinander liegen, das ist schon heftig. Hier sind es ein paar mehr. Nicht schon wieder. Ah, gut, da müssen wir aber diesmal gleich. Da müssen wir einmal die Spanngurte lösen, weil sonst kriegen wir den eh nicht aufgestellt. Ach ja. Die Kurven sind gefährlich. Ja, aber egal, wir fahren trotzdem erstmal hier jetzt die Bahn ab. Den Haufen können wir uns später abholen. So, diesmal fahren wir langsam um das Kürfchen rum. Ja, das ist einiges wieder, was hier runterkommt. Das Gute ist ja, wir müssen halt einfach den Fermenter gut befeuern. Oh, nein, nein. Zum zweiten Mal jetzt, das gibt's doch nicht. Ah, ja. Kann passieren, sollte nicht. Aber, naja. Ihr wisst es ja.
So, dann würde ich aber sagen, lassen wir es damit erstmal gut sein für heute. Wir sehen uns morgen dann wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.